Rudolf Steiners anthroposophischer Seelenkalender, die 37. Woche nach Ostern, die letzte Woche vor Weihnachten. Zu tragen Geisteslicht in Welten Winternacht, erstrebet selig meines Herzens Trieb, das Leuchten Seelenkeime in Welten gründen Wurzeln und Gottes Wort im Sinnesdunkel, verklärend alles Sein durchtönt. In dieser letzten Woche vor Weihnachten, da wird es schon ganz weihnachtlich von der Stimmung dieses Seelenkalenderspruches her. Und es wird noch einmal wie zusammengefasst, was der ganze Sinn der Adventszeit war. Zu tragen Geisteslicht in Welten Winternacht, erstrebet selig meines Herzens Trieb. Also was ist der ganze Sinn, das tiefste Bestreben, zu tragen Geisteslicht in Welten Winternacht, erstrebet selig meines Herzens Trieb. Und wenn hier von Welten Winternacht gesprochen wird, dann ist ja gleich ganz deutlich, dass damit nicht nur die äußere Winternacht der Jahreszeit gemeint ist und dass diese Winternacht mit ihrer Dunkelheit, mit ihrer Kälte, dass die zum Bild wird für all das in der Welt, was dunkel und was kalt ist und dass von uns Menschen dieser Impuls kommt in diese Welten Finsternis, in dieses Dunkel, in diese Kälte, das Geisteslicht hereinzutragen. Denken wir daran, was in der letzten Woche von den Zielen unserer Arbeit gesagt war. Daran knüpft es an, zu tragen Geisteslicht in Welten Winternacht, erstrebet selig meines Herzens Trieb. Und dann wird von der Wirkung gesprochen, dass leuchtend Seelenkeime in Welten gründen Wurzeln. Von Seelenkeimen ist hier die Rede jetzt. So wie in der Winterzeit in der äußeren Natur die Pflanzenkeime in der Erde schlummern, so gibt es eben auch durch das, was durch uns Menschen in die Welt gebracht wird, Seelenkeime, aus denen einst vieles werden kann. Und wir müssen ja immer wieder daran denken, dass das Kleine oft das ganz Große ist. Und vieles, was sich groß gebärdet, seinem Wesen nach ganz klein ist, weil es den Keim der Zerstörung schon in sich trägt. Also das, was durch die menschlichen Leben in die Welt hereinkommt, wird hier als Seelenkeim bezeichnet. Das leuchtend Seelenkeime in Welten gründen Wurzeln und Gottes Wort im Sinnesdunkel verklärend alles Sein durchtönt. Erinnern wir uns, was wir letzte Woche von dem Gotteswort gesagt haben, dass das eigentlich ein Christusname ist, der hier ausgesprochen wird. Das Christuswesen, das in die Welt hereinkommen möchte, was damals in dem Jesusleben zum ersten Mal in der Welt erschienen ist, was aber mit seinem Wiederkommen, mit seiner
Wiederkunft im Ätherischen immer mehr in die Welt hereinkommen möchte und hereinkommen kann, durch uns Menschen. Wir sind die Eingangstür dafür. Das Leuchten Seelenkeim in Welten gründen Wurzeln und Gottes Wort, verklärend alles Sein durchtönt. Ein tönendes, ein musikalisches, was die Welt durchklingen und durchtönen kann und die Welt immer mehr zu einem heimatlichen Ort werden lässt. Zu tragen Geisteslicht in Welten Winternacht, erstrebet selig meines Herzens Trieb, das leuchtend Seelenkeime in Welten gründen Wurzeln und Gottes Wort im Sinnesdunkel verklärend alles Sein durchtönt.